2011 neigt sich dem Ende und es sind nur noch wenige Tage bis zum Fest der Feste. Ob wir in Kulmbach eine weiße Weihnacht haben werden, das kann selbst unser Stadtoberhaupt, Oberbürgermeister Henry Schramm, nicht zu hundertprozentiger Sicherheit beantworten. Aber dafür, wie er Weihnachten mit seiner Familie und Freunden verbringen wird und wie ihn 2011 Kulmbach bewegt hat. Hallo Herr Schramm, schön, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank. 2011 wurde in Kulmbach viel gebaut und renoviert. Wie fällt Ihre Bilanz aus? Es war ein sehr arbeitsintensives, aber auch aus meiner Sicht erfolgreiches Jahr. Wir haben sehr schwierige Straßenbauprojekte zum Beispiel angepackt. Die Bestalozzi-Straße, die Kalliungstraße war mit großen Risiken verbunden. Wir konnten eine Punktlandung hinlegen. Wir haben durch ein Oberflächensanierungsprogramm viele schadhafte Straßen wieder reparieren können, auch kostenmäßig sehr günstig reparieren können. Wir haben auch große Bauprojekte auf den Weg gebracht. Eine ist sicherlich die Buchbindergasse, die schon fertig ist. Die ist wirklich, wie wir die Menschen sagen, zu einem Schmuckstück geworden. Das Rathaus, das wird sicherlich noch etwas dauern, aber das wird auch sehr schön werden. Und vor allem glaube ich, dass sich da noch viele Generationen von Kulmbachern an diesem markanten Gebäude erfreuen können. Und auch die Stadtwerke, wird ein beeindruckender Bau werden, energetisch nach den neuesten Vorgaben gebaut. Also auch das ist, glaube ich, ganz wichtig für unsere Stadt, da die Aufgabe der Stadtwerke, die Versorgung der Menschen, manchmal gar nicht so richtig im Blick der Bevölkerung steht. Kommen wir zu den Straßen und zum Rathaus nochmal zurück. Einige Straßen müssen noch saniert werden und im Rathaus sind auch größere Probleme aufgetreten, die jetzt so nicht zu erwarten waren. Ja, das ist so richtig. Aber es ist natürlich so, wenn man ein altes Haus anfängt zu sanieren, dann weiß man fast in keinem Fall, was hinten rauskommt. Und bei uns ist es in der Tat so gewesen, dass die Schäden viel, viel größer waren, als wir am Anfang angenommen hatten. Aber es wäre auch nicht richtig gewesen, zwischendrin aufzuhören, sondern wir haben es fertig gemacht. Also die Arbeiten sind jetzt ausgeschrieben, der Kostenrahmen liegt fest und uns ist es gelungen, eine Förderung zu bekommen, die über 80% liegt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, Maßnahmen für Kulmbach auf den Weg zu bringen und möglichst viele Mitzahler ins Boot zu nehmen. Denn dann kann es sich auch eine Stadt wie Kulmbach gut leisten. Sie haben auch schon die Stadtwerke angesprochen. Gibt es da jetzt ein größeres Finanzloch in der Stadtkasse? Weil da gab es ja dann auch wieder ein paar Problemchen. Nein, aber in einem Jahr, wo das Konjunkturpaket natürlich überall durchgezogen wird, ist es natürlich auch so, dass die Preise, die Marktpreise steigen. Aber ein Teil dieser Mehrkosten beruht natürlich auch auf einstimmigen Beschlüssen des Stadtrates oder beziehungsweise des Werkausschusses. Da wurden vor allem im Energieeinsparbereich zusätzliche Maßnahmen auf den Weg gebracht. Die halte ich nach wie vor für sehr richtig. Und wenn man die Gesamtkosten sieht, dann liegen wir pro Quadratmeter runtergerechnet immer noch unter vergleichbaren Stadtwerken, die bereits vor 5 Jahren errichtet wurden. Und ich denke, die Mitarbeiter, die haben alles getan, um die Kosten also da im Griff zu behalten und auch das niedrige Kostenniveau nicht zu gefährden. 2009 ging der Innovationspreis der Stadt an das Pharmaunternehmen Roche. Jetzt dann das Aus, ein großer Schock für Sie? Es ist immer sehr traurig, wenn so eine Firma, die so gut läuft, letztendlich durch eine Entscheidung des Mutterkonzerns in Frage gestellt wird. Weil die Arbeit von Roche, die war ja hier vor Ort nie in Frage gestanden. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir viele Firmen am Ort hier haben, die wirklich zu den Spitzen in ihrer Branche gehören und die letztendlich dafür sorgen, dass es auch mit den Steuereinnahmen gut läuft. Für Roche ganz persönlich wünsche ich mir, dass natürlich jetzt eine Lösung gefunden wurde, die auch dazu beiträgt, dass diese qualifizierten Mitarbeiter hier weiter am Ort tätig sein können. Mit der ehemaligen Kaufhalle und dem einstigen KDM prägen jetzt zwei dominante Bauruinen das Stadtbild negativ. Ein Investor war da, ist wieder abgesprungen, jetzt soll doch was gebaut werden. Wie stellt sich die Situation heute dar? Wir haben auch sehr viele Bauten, die das Stadtbild sehr positiv prägen, aber es ist natürlich unbestritten, dass ein leerstehender Kaufplatz nicht besonders schön ist. Und wir haben hier dem Investor
und dem Insolvenzverwalter, besser gesagt, ein Angebot gemacht. Wir würden dieses Gebäude kaufen. Wir würden es dann aber auch abreißen und das Gelände einer anderen Nutzung zuführen, weil Verkaufsfläche gibt es in Kulmbach zuhauf. Und neue Verkaufsfläche zu schaffen, das würde nur wieder einen Verdrängungswettbewerb herbeiführen. Daran kann der Stadt keinesfalls gelegen sein. Das ist die Situation beim Kaufplatz. Das andere ist das KTM. Da freue ich mich sehr über die Entwicklung, die in den letzten Wochen wirklich auch ganz spürbar wurde. Im Moment wird es schon ausgeräumt. Es wurde verkauft. Es hat ein neuer Investor in Besitz genommen. Man hat meines Wissens schon einen Ankermieter im Visier. Und wenn dieses Gebäude mitten in unserer Langgasse auch wieder hergerichtet wird, ich glaube, dann hat es auch Ausstrahlung auf die gesamte Innenstadt. Und das ist ganz gut so. Und es wird auch wieder mehr Menschen in unsere Stadt ziehen. Also da freue ich mich, dass ich da neben vielen städtischen Maßnahmen auch im privaten Bereich im nächsten Jahr sehr viel tun werde.